Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier wieder an der Stelle, an der ich letztes Mal mich mit den Orks angelegt habe. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich laufe einfach mal den Weg hier runter, statt da komisch außen rum zu laufen und wieder irgendwo rein zu stolpern. Das schien mir dann doch irgendwie sinnvoller. Naja, dafür habe ich jetzt hier ein paar Sumpfratten gekriegt. Was soll's. Passt schon. Ich meine, hey, besser als Orks, ja? Letztes Mal bin ich ja da oben lang gelaufen. Ich würde jetzt gerade mal gucken, ob ich den Kreis schließen kann oder ob hier noch irgendwas auf mich wartet, lauert. Sieht aber gerade nicht so aus. Ah, da hinten ist noch ein Ork, okay. Nun denn. So, ach ja, genau, hier war ich ja. Ach, da habe ich ja gar nichts verpasst. Da habe ich ja gar nichts verpennt und ausgelassen. Oder vielleicht hier? Nö, sieht gut aus. So, ab wieder nach unten. Und da habe ich jetzt im Prinzip die Möglichkeit, links oder rechts zu gehen. Die Frage ist, wo will ich hin? Rechts ist ein Ork, aber halt auch ein Teleporter. Und links, naja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich schaue mich mal erstmal links um, bevor ich hier dem Ork in die Arme laufe. Aber als allererstes wüsste ich gerne, was hier in diesem Gebäude sich versteckt. Eine Truhe. Links, rechts. Na, das war ja simpel. Eine alte Steintafel. Yay! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es bereue, dass ich die einzeln weggebracht habe, weil wenn man, ich glaube, ab 23 oder so auf einmal bringt. Es ist ja so, normalerweise, ne, habe ich ja... Wo ist sie denn? Ich habe echt nur eine davon. Nee. Hä? Wo ist sie denn? Ist sie weiter unten? Ah, da. Fünf. Wenn man nur eine bringt, dann kriegt man ein paar Tränke und ein bisschen Erfahrung. Und wenn man ein paar bringt, dann kriegt man ein paar mehr Tränke und ein bisschen mehr Erfahrung. Und deswegen dachte ich mir, oh ja, bringe ich sie möglichst schnell hin, möglichst einzeln, dann kriege ich möglichst viele Tränke. Ist richtig, kann man machen, ist aber blöd, weil, was ich nicht wusste und auch nicht wirklich rausfinden konnte, ohne ewig zu warten, wenn man, glaube ich, 23 auf einmal hinbringt, dann kriegt man irgendwie 23 Mana oder so. Also ab einer gewissen Menge kriegt man für jede Steintafel einen Mana dauerhaft. Das ist ziemlich gut, aber leider gibt es halt irgendwie nur 30 oder so im Spiel und ich habe, glaube ich, schon mehr als 7 weggebracht. Und deswegen steht mir diese Option leider nicht mehr offen. Aber wenn ihr mal einen Magier macht, die in Gothic 2, oder beim nächsten Mal, wenn ich einen Magier mache, dann sollten wir darauf achten, damit wir dieses bisschen extra Mana mitnehmen. Andererseits ist das natürlich dann gezwungenermaßen ein bisschen zu früh, wenn Mana noch relativ billig ist in Einheiten von Lernpunkten. Ja, ich weiß nicht, also gut. Naja, wobei, mittlerweile zahle ich ja schon 3 Lernpunkte, ne? Eigentlich hätte ich es jetzt ja noch nicht machen müssen. Ich habe immer noch die Möglichkeit, die Teile zurückzubringen. Oh, was ist das? Ah, das sieht aus wie ein Troll. Okay. Ich weiß nicht. Ich speichere lieber mal, glaube ich. Und die Brücke sieht mir auch nicht so vertrauenserweckend aus, um ehrlich zu sein, aber es scheint zu gehen. Snapper, ganz viele Snapper. Na, kommt her. Na, komm her, Kleiner. Oh mein Gott, gehen die einfach. Ich hab's so drauf mit den Snappern. Moment, ich komm hoch zu euch. Tut euch keinen Zwang an. Meine Güte, das gibt auf jeden Fall gut Erfahrung, aber ich brauche trotzdem noch ewig viel. Was bin ich denn? Stufe 23? Ja, ja, ich brauche so viel Erfahrung mittlerweile. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier noch eine Möglichkeit habe, irgendwie schnell zu leveln. Na, das war ein bisschen zu früh. Egal, was soll's. Ich habe volles Mana und ich brauche 115 Leben. Das hole ich mir mal eben, indem ich... Ja, hier sind die 15. Dann ist das Zeug schon mal weg. Und dann würde ich einfach 2 Tränke trinken. So. Da kenne ich nix.
und immer schön die großen aufheben. Filmkampf. Apropos Kampf, vielleicht sollte ich mir angewöhnen, meinen Cursor hier so auf den Mana dran zu lassen, damit ich im Fall der Fälle meinen Mana wieder schnell auffüllen kann. Und ich muss sagen, das lief gerade so gut mit den Snappern und der Troll da drüben macht mir immer noch Angst, dass ich hier glatt nochmal speichere. Nicht, dass ich das hier verliere irgendwie. So, liegt hier irgendwas rum? Sieht nicht so aus. Liegt hier oben irgendwas rum? Ja, eine Heilwurzel. Und was haben wir hier? Goblin? Fangheuschrecke. Ach, guck mal. Na komm her, Kleine. Na, komm her. 150. Boah, kann man machen. Ich habe mir angewöhnt, wie ihr vielleicht gemerkt habt, nicht immer nur dreimal nach vorne zu hauen. Also den hier zu machen. 1, 2, 3. Weil dann kann ich eine Pause, dann habe ich eine Pause gezwungenermaßen. Aber ich kann nach dem zweiten Mal zum Beispiel nach links schlagen. Und das Schöne ist halt, wenn ich links-rechts schlage oder nach spätestens dem zweiten Mal vorwärts links oder rechts schlage, dann kann ich hier weiterschlagen ohne Pause. Ach, guck mal, ein weiteres Kreuz. Dieser Greg hat auch echt überall seine Schätze versteckt, oder? So ein, keine Ahnung, Dagobert Duck oder so. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Hui, da musste ich gerade niesen, sorry. Was haben wir denn hier? Ein Trank, noch ein Trank, noch ein Trank. Okay. Kann ich jetzt irgendwie nicht so... Ah, guck mal da, ein Lederbeutel. Naja, ich habe genug Geld gerade im Inventar. Den muss ich gerade nicht öffnen. Das mache ich irgendwann, wenn ich mal ganz viele habe auf einmal. So, hier hätte ich dann auch gerne meine Magie. So, denn das mit dem ganzen Kleinvieh hier ist mir dann doch irgendwie zu blöd, um ehrlich zu sein. Aber hey, dafür habe ich ja den Zauber. Links, nee, rechts war es nicht. Also muss ich links und dann rechts und dann links und dann rechts und dann wieder links, links, rechts, links, rechts, links. War ja klar. Zweimal links. Nein, links, rechts, dreimal links. Ja, geschafft. Und das alles für einen lausigen Fisch und eine Silberkette. Naja, die Silberkette ist immerhin mehr wert als meine Dietriche, die abgebrochen sind. Von daher passt es. Und ich nehme mal den... Warum nehme ich den Goblins eigentlich immer diese dämlichen Äste ab? Die sind doch quasi nichts wert, oder? Was kriege ich dafür? 1. Also so ein Ast ist quasi ein Goldstück. Aber um ehrlich zu sein, wenn das realistisch wäre und ich das Gewicht wirklich schleppen müsste, oder nur begrenzt viel Gewicht schleppen könnte, oder entsprechend langsamer wäre, wenn ich mehr schleppe, dann würde es sich aber sowas von nicht lohnen, hier die Äste mitzunehmen. So, hier noch eben kurz den Weg absuchen, ob ich hier nicht irgendwas übersehen habe. Und tatsächlich sieht das für mich so aus, als könnte ich hier reingehen, wo ich ja noch nicht war. Da siehst du mal eine Beere. Aber hier ist ein Lederbeutel. Aha. Sonst, nö, das war's. Gut, dann haben wir hier noch ein bisschen Blauflieder. Die nehme ich auch mal mit. Apropos Blauflieder, mir fällt gerade auf, ich muss ja meinen Mana wieder auffüllen, ne? Ich habe gerade zweimal gezaubert. Das mache ich immer eben. Und lebenstechnisch fehlen mir 5 Punkte. Siehst du, hat sich die Beere doch schon gelohnt. Nun denn, ich würde mal sagen, das hier lief gerade auch wieder ganz gut und ich habe keine Ahnung, was da unten auf mich wartet. Ich habe gesehen, da ist so ein Herrenhaus. Und ich weiß ja nicht, was da so auf mich wartet, ne? Es könnte zum Beispiel die Fleischwanze of Doom sein, die über mich herfällt und mich gnadenlos einfach vernichtet, weil ich sie nicht treffe. Naja, okay, vielleicht auch nicht. Was ist das denn hier? Das sieht so aus wie ein tiefer Abgrund. Ist das da, wo ich... Nein, da bin ich auf der falschen Seite. Das ist nicht da bei der Weggabelung, wo ich den Ork getroffen habe. Nichts zu holen. Den ersten und den zweiten. Hm.
Nein, ich will erst die eine kaputt machen. Dann die andere. Weil zwei halbtote Fangheuschrecken haben zwar genauso viele Lebenspunkte wie eine ganze, machen aber doppelt so viel Schaden. Weißt du, Spiel? Genau. Und so ein Kopf ist immer 50 wert. Das ist, mal zum Vergleich. Wie viel ist denn Bloodwinds Kopf wert? Wo hab ich denn den? Bloodwinds Kopf. Na, hab ich den nicht mehr? Ich dachte, ich hatte den. Den habe ich doch vorgezeigt. Um reinzukommen zu Raven. Wo hab ich den denn? Sag mal. Apfeltabak? Honigtabak? Nee. Fangheuschreckenkopf? 50? Ja. Und wo ist Bloodwinds Kopf? Hab ich den nicht mehr? Dann habe ich den wohl nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich den irgendwie hergegeben, in Anführungszeichen, als ich ihn vorgezeigt habe. Und den Eintopf hätte ich mir gerade auch sparen können. Weil ist so. Nun, was soll's. Egal. Ich habe genug Zeug, um mein Mana mein Leben aufzufüllen. Die Brücke hier sieht ein bisschen kaputt aus. Ich weiß nicht, ob das so soll. Vielleicht ist es auch Kunst. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was mir der Künstler damit sagen möchte. Vielleicht... Ah, dass hier ein Golem auf mich wartet. Ja, das könnte sein. Mhm. Das könnte sehr gut sein. Tschüss, tschüss. Ich bin dann mal weg. Was ist das für einer? Ein Sumpfgolem. Ich kann viermal zaubern, ne? Warte mal. Nur um sicher zu gehen, dass der mich nicht irgendwie über die Klippe wirft oder so. Komme ich da oben nicht rüber? Oder komme ich daher? Kann mal schauen. Oh, das tut ihm gar nicht weh. Das ist ja böse. Das ist ja richtig böse. Wahrscheinlich ist er komplett immun gegen Magie oder so. Also ich weiß, im ersten Teil oder auch hier im zweiten Teil, ne? Hab ich ja mit Golems mal gekämpft. Aber das waren Steingolems. Oder nee, stimmt gar nicht. Im ersten Teil hatte ich verschiedene Golems. Aber hier im zweiten Teil hatte ich bisher nur einen Steingolem. Und das ist schon eine ganze Weile her, da war ich noch ziemlich schwach. Aber mit einem Hammer ging das ganz gut. Weil Stein auf Hammer wohl... Naja, keine Ahnung. Hammerattacken sind wohl effektiv gegen Typ Stein oder so. Wäre zumindest bei Pokémon dann so mein Gedanke. Tja, ne? Ich muss da irgendwie vorbei. Führt kein Weg dran vorbei. Ich würde mal sagen, da bleibt mir nichts anderes übrig, als das Ganze einfach mal zu probieren. Ich meine, hey, was habe ich zu verlieren, ne? Ich will da eh hin. Ich frage mich nur, wie ich da rüberkomme. Ah, hier über mir? Nee, kannst du vergessen. Da komme ich nicht hin. Vielleicht komme ich da innen durch. Das könnte sein. Gut gespeichert habe ich. Dann lass mal sehen, was du kannst, Golem. Ja, zurückweichen, ne? Kleines Weichei. Okay. Ich sehe schon, das wird ein spannender Kampf. 90 Minuten mit Halbzeit. Und wer zuerst ein Tor schießt, gewinnt. Oder so. Ah, okay, ich kann die zweimal schlagen. Wenn ich beim zweiten Schlag nach vorne gehe. Vielleicht noch nicht. Ich kann auch zweimal nach vorne gehen. Ist jetzt irgendwie nicht so spannend, ne? Kann ich jetzt vielleicht irgendwie gegen die Wand treiben, um dauerhaft auf den Bauch zu hauen? Ja, so zum Beispiel, siehst du? Hat sich doch gelohnt. Jetzt kann ich hier dauerhaft einfach links, rechts und gemütlich alle paar Sekunden oder alle paar Schläge meinen kritischen Treffer landen. Und dann sollte das doch in 2-3 Minuten erledigt sein. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Bug-User, weil ich hier letzten Endes ausnutze, dass der Golem mich zuschlagen kann, wenn ich in seiner Kampfanimation einfach schneller zuschlage. Naja, andererseits ist das nur fair, denn, ne, wenn ich gegen einen Einhandkämpfer kämpfe, habe ich das gleiche Problem. Wenn ich versuche, sie zu schlagen und die mich dann hauen, dann kann ich halt selber nicht zuschlagen. Von daher...
zwar jetzt ein bisschen unfair gegenüber dem Golem, aber ansonsten ist das Spiel ja auch unfair gegenüber mir, also finde ich das okay. Kann man machen. Nein! Verdammt! Hab ich dir das erlaubt? Ich bin hier gerade ein bisschen nervös, weil der Abgrund direkt hinter mir. Sekunde, 2,5. Weil der Abgrund direkt hinter mir ist. Da speichere ich lieber. Außerdem habe ich keine Lust, hier den ganzen Kampf nochmal zu machen. Das ist mir definitiv ein bisschen zu essen. Und ich finde gerade die Animation gerade ziemlich krass von der Waffe. Das ist normalerweise nicht so, oder? Oder bilde ich mir das ein? Nein! Nein! Siehst du mal. Gut, dass ich gespeichert habe. 85 war es, genau. Als hätte ich es geahnt, ey. Als hätte ich es geahnt. Ist doch unglaublich. So kurz vorm Ende des Kampfes. Fast mit toten Golem. Na? 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 Fall um! Ach, komm schon! Geht doch! Wie nur 250 Erfahrungen? Das ist weniger als so ein beknackter Ork! Was zur Hölle? Warum gibt er so wenig Erfahrung? Ich fühle mich verarscht! Aber mal so richtig hart! So, wie immer guckt sich Fitzfummelkrüff hier erstmal ein bisschen seitlich um. Da scheint es aber erstmal nichts zu geben. So, wie sieht's mana-technisch aus? Mana-technisch alles gut, voll. Lebenstechnisch auch. Der Golem hat mich kein einziges Mal getroffen, klar. Habt ihr ja gesehen beim ersten Versuch vor dem Laden. Sobald er mich einmal trifft, gewinnt er. Und da ich gewonnen habe, ist es naheliegend, dass er mich kein einziges Mal getroffen hat. So, kann ich denn von hier aus darüber? Das ist jetzt mein erster Gedanke. Sieht fast so aus, als würde das gerade so gehen, wenn ich Akrobatik könnte. Das ist so vom Gefühl her. Was ich aber leider nicht kann. Oder nicht habe. Die Fähigkeit. Yay, Zombies! Schön! Sehr schön. Ich mag Zombies. Deswegen speichere ich, um sicher zu sein. Na, kommt her. Kommt, alle hinter mich. Alle auf einen Haufen. Ups, das waren nicht ganz alle. Immerhin gibt's hier drin Pilze. Finde ich gut. So, einmal Mana bitte. Und tap. Und das Ganze nochmal von hier. Eins, zwei, drei. Okay, na was soll's. Ist halt so. Habe ich jetzt halt mal 200 Mana verbraucht statt 100. Nichts zu plündern. Was soll's. Nichts zu holen. Zombies geschafft. Das war einfach einmal Licht, bitte. Und dann will ich doch mal sehen, was hier drinnen auf mich wartet. Bitte, yay. Nee, Blödsinn. Ich laufe hier einfach mal an der linken Wand entlang. So wie man das so macht. Wenn man an der Wand langläuft, dann verpasst man relativ wenig. So, hier haben wir drei Truhen. Noch ein paar Pilze. Ein bisschen Gold. Wofür brauchen Zombies genau Gold? Das verstehe ich nicht. Oder hat das jemand anderes hergebracht und die Zombies haben es bewacht? Aber wegen zwei Goldmünzen? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ich vermisse so ein bisschen die Steinwächter, ne? Die waren ja da am Anfang beim Portal und im ersten Tempel, in dem ich war. Da waren diese Steinwächter. Die gibt's hier gar nicht. Schade. Nicht, da so, ist nichts zu holen. Dafür Zombies, bei denen nichts zu holen ist. Naja, was soll's.
Okay, hier ist noch ein bisschen was. Und da ist nichts mehr. So, dann haben wir hier noch die drei Truhen. Und ich würde mal sagen, was sich in den drei Truhen befindet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ja, so sieht's nämlich aus. Bis dahin, auf Wiedersehen.